Ja, la, la, la. Süße Liebchen, guckt aus dem Fenster, ne? Ja. Guckt das, das Linchen, Linchen, guckt aus dem Fenster. Die Mazda, die ganze Zeit besser scharf. Das ist natürlich in der Tat eine schöne Sache. Wenn man irgendwie da, ne, das hinkriegt, ne, locker hinkriegt mit den Filetiermessern und so weiter. Aber da haben wir aber echt ein Problem vom Hals, sag ich mal. Dass wir die vorher haben uns das fertig gemacht, das Problem. Jetzt haben wir es vom Hals, ne. Boah. Das ist ja fast so gut wie beim Holofeeling. Da braucht man sich auch nur was ausdenken und dann läuft die Sache, ne? Ja, muss man nur fest dran glauben. Ne? Das steht ja schon in der Bibel. Der Glaube versetzt Berge, versetzt ja auch, was weiß ich was, die Realität. Anscheinend, ja, natürlich ist da auch immer was dran, das wissen wir ja. Aber auf der anderen Seite kriegen das die wenigsten überhaupt hin. Und wenn, keine Ahnung, für sich selber irgendwie so also von irgendeiner großen Erschaffen von Realität sicher, kannst du alles nennen so. Aber dann hat jetzt irgendwie auf einmal was Besonderes wäre. Das hat man jetzt entdeckt, ne, da reiten die drauf rum, wie bekloppt. Genauso dieser Schwingungsverzell immer, ne. Da nehmen die dann irgendwas mit irgendwelchen Schwingungen und dann heißt es, ja, wir sind alle Schwingungen. Dann wird das belegt anhand von irgendwelchen Schwingungen, dann kommen da, was weiß ich, wie heißt dieser Scheiß, irgendwelche blödsinnigen Bilder permanent von irgendwelchen Leuten, die dann da schreiben, ach, jetzt ist die Schumann-Schwingung wieder erhöht oder was war das? Mein Gott, was reden die eigentlich alle für ein Bullshit? Das ist unglaublich. Und wofür das Ganze, um die Leute irgendwie zu irritieren wahrscheinlich, keine Ahnung, auf irgendeinen Schwachsinn vorzubereiten, damit die richtig schön dämlich sind und die einen haben die einen Motive und die anderen Motive. Und die wirklichen Leute, die dann da davon profitieren tatsächlich, die haben ganz andere Motive als die Schwätzer von der Schumann-Energieerhöhung. Von wegen Polsprung und was der Teufel was, ey, so von wegen, ey, oi, 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 Seelenplan, ne? Und der Seelenplan sieht den Aufstieg in 5D vor, weil, keine Ahnung warum, die Erde wird dann da währenddessen auch noch in eine andere Position gebracht, weil irgendwelche komischen Aliens das regeln. Also das ist so dämlich. Das ist überhaupt nicht zu beschreiben. In Wirklichkeit, ich sage ja immer, dass andere Leute, also Leute, die sich da überhaupt nicht für interessieren, die halten die alle für irre und würden die am liebsten. Und das ist das Problem, dass solche Wichser letztendlich auch, genau wie Astra TV oder wie der Scheiß heißt, die ziehen die ganze Esoterik-Szene voll in den Dreck rein. Ne? Das sind das alles keine Esoteriker, das sind alles Schwachköpfe, die mehr oder weniger Kohle machen wollen oder sonst was, aber von Esoterik nicht den geringsten Schimmer haben. Wenn dann da so ein Patcher oder was alles Mögliche zusammenschreibt, da in einem Wahnsinnsaufwand und mit einem Wahnsinnsenergie wahrscheinlich, das ist nicht zu glauben. Jetzt reist der durch Deutschland, kassiert da für jeden dummen Tüch, was der erzählt, dann da die Kohle. Ja, und die Idioten nicken dazu, ne? Das ist Wahnsinn. Und wie gesagt, überall, ne, das war ja früher, gab es das ja alles nicht, Facebook und so weiter. Ne? Aber heute fühlt sich ja wirklich jeder Volltrottel da in irgendeiner Weise bemüßigt, irgendwie die Welt aufzuklären, ja, mit irgendwelchem Quark, den er irgendwo mal hört Leuten hören. Das ist doch so scheiße. Und richtige Esoteriker, so sag ich mal, ich nenne die ja schon nur noch Alchemisten, wie unser einer, ja, die anderen völlig anderen Background kommen und völlig wissen, wovon sie reden, wenn sie von Bewusstseinserweiterung und so weiter.
Dieser ganze Quark, den kannst du ja so lustig interpretieren, wie du willst. Da kann ja jetzt die dämlichste alte Zicke kann da hergehen und irgendwas erzählen, von wegen, ich weiß es jetzt. Ich habe mal das Stichwort Matrix gehört. Jetzt kommen sie hier schon, das war eben Bratpfannenwerbung. Das ist diese Dauerwerbesendung, Scheiß. Mediashop oder sowas, ne? Da erzählt sie auch schon von der Matrix-Beschichtung. Auf der Bratpfanne, ne? Also da weiß dann die Oma sofort Bescheid, wenn der Uwe Petscher da einen erzählt, ne? Von Matrix und so weiter. Und das ist so nervtötend. Das ist unglaublich nervtötend. Diese ganzen Dummschwätzer und rauf und runter und wie sie sich alle nennen und was ja alles wichtig ist, da zusammentragen und dann immer nur einen Aspekt von allem trachten und dadurch das Ganze völlig aus dem Blick haben, völlig unrealistisch und dann davon irgendeinen Bewusstseinswandel labern und von wegen, ach, wir kreieren uns die Zukunft und die ganzen Behinderten, sag ich mal, wirklich. Das sind echt nur noch Behinderte, die das dann irgendwie wirklich glauben, weil sie es glauben wollen oder so. Und dann auch noch nachplappern und ach, das ist so unerträglich eigentlich. Das ist wirklich unerträglich. Und letztlich halten die doch alles nur auf, die halten die Entwicklung komplett auf mit dem Bullshit. Die halten alles auf, weil sie nicht die letzte konsequente Erkenntnis haben, dass es alles um was geht. Ja, und das ist alles nicht irgendwie nur im Kopf passiert, sondern tatsächlich. Und das wissen ganz bestimmte Leute und die machen sich da, die nutzen das komplett aus und solche Trottel, die unterstützen das noch, indem sie diesen Koi nachlabern. Unglaublich. Und dann, wie gesagt, die Leute, entweder komplette Ablehnung, das Thema, wirkliche Thema, was dahinter steckt, wird natürlich nicht. Das wird so schön weit weggeschoben und hier, das sind alles Verschwörungstheorien und Esoteriker. Das ist jetzt das Argument dafür, dass alles, wirklich alles, was wirklich auch wichtig an den Dingen ist und die ganzen, alles, was so ein Typ da zusammenschmeißt und so weiter oder andere posten, das ist ja alles nicht grundsätzlich verkehrt, nur wird es irgendwie in Zusammenhänge gebracht, die völlig verkehrt sind. Das ist der Punkt. Und völlig ablenken von dem, was wirklich abgeht. Und das ist das eigentliche Problem, dass die lenken alle, nur alle Leute ab und halten sie in irgendeiner künstlichen Pseudo-Esoterik oder Pseudo-Erleuchtung, Pseudo-Erwachtsein etc. Das ist so, das ist eigentlich gefährlich, aber das checkt keine Sau wieder mal. Ne? Ja. Ein Messer, das keinen Widerstand kennt, das ist gut, ja, sowas braucht man, ne? Das Steak ist ein Gegner, ne? Bei mir war das Steak schon immer ein Gegner. Oha. Ach, jetzt kommt da auch noch so ein Heiliger, ey. Ein Küchenheiliger oder was? Erzählt jetzt, wie es geht, ne? Ja, ja, ja. Der schneidet jetzt tatsächlich Schraubenschlüssel mit dem Messer. Ja, also wie blöd kann man das noch machen, damit die Leute wirklich irgendwie losziehen, dafür 39 Euro so ein Ding kaufen. Da musst du nur dran glauben, dann wird das auch alles wahr, was du da machst. Ne? Wie viele Tomaten die da schon geschnitten haben jetzt in den letzten 5 Minuten. Das ist unglaublich, die armen Tomaten, die werden alle weggeschmissen am Ende noch. Weil da irgendwelche Idioten da so einen Quatsch verkaufen. Ne? Alles Ablenkung, ne? Die ganzen Leute werden da von der Realität abgelenkt. Die müssen nur noch schneiden, die einen müssen nur noch Sport treiben und die anderen müssen nur noch fressen. Boah, ist das nervig. Das ist ja echt, das ist die eigentliche Verblödung. Die eigentliche Verblödung ist, die ist immer zwischen den Zeilen. Das heißt, bei dem, was du im Fernsehen siehst, das wird ja auch bei den Öffentlich-Rechtlichen, ist das irgendwie immer mehr das, worum es geht. Aber bei den Privaten war es schon immer so, es geht nicht darum, was zwischen der Werbung passiert. Die Werbung ist das einzig Entscheidende da. Und die Werbung, die macht die Botschaften hier, ne? Die wollen. Heißt Konsum, 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 ja, und die einen nennen das Materialismus, ja, so sieht's aus. Was soll das alles, ne, jetzt öffentlich-rechtlich?
Bildungsprogramm. Wie sieht denn das aus mittlerweile? Das Bildungsprogramm sieht doch